Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück im Studio. Gottmarding, bin heute wieder mal bei Tools for Chance und wir fangen heute Morgen gleich mal mit einem Wahnsinns-Set hier an. Richie hat hier was Neues aufgetan aus der Ukraine vom Oleksii Nesterenko. Ein super Custom Handmade Messermacher mit einer unglaublichen Qualität, Design und Materialauswahl. Und ich würde sagen, da arbeiten wir uns jetzt einfach mal von einem Modell zum nächsten. Wir greifen jetzt einfach mal wahllos rein. Die kommen hier in so einem schönen, ja, ungewöhnlicher Messerhülle aus Leder, einfach mit so einem Bändel drüber. Der hat jetzt hier blau vernäht, der ist jetzt hier mit gelb. Kann man hier schön aufklappen. Hier kommt dann das Kärtchen mit rein. Auch schön, extra eine handgenähte Tasche fürs Kärtchen. Da haben wir dann hier solche Geschichten hier drauf. Modellbezeichnung Stahl M93. Erst hergestellt am 29.12.19. Unterschrieben die Griffmaterialien und hier nochmal sein Name: Nesterenko Oleksii. Ukraine Custom Handmade Knives. Und die sind wirklich nice, würde ich sagen. Hier, die sind nochmal in einer extra Tasche, ist also gut. Fliegen nicht gleich raus, wenn man das Täschchen aufmacht, sondern ist nochmal mit einem Druckknopf. Und hier holen wir mal Messer Nummer 1 raus. Und jetzt schaut euch mal die Teile hier an. Wieder dieses Fettcarbon, Titanplatin, Bolster. Wahnsinn, hier wieder die perfekte Klingenausnutzung im Heft, ne, bis vor. Wunderschöne Clips. Dezent versenkter Flipper, also der Flipper-Tab steht wirklich nicht weit raus, aber funktioniert. Auch mit dem gleichen Carbon Backspacer noch ein bisschen verziert und flippt Hammer. Vor allem, dass der Flipper so klein ist, verschwindet hier im geschlossenen Zustand, wird er wunderbar komplett im Heft. Irre. Schöne Klinge, hier sieht man mal sein Logo. Weiß ich, soll wahrscheinlich ein Kranich darstellen. Und andere Seite ganz dezent auch nochmal hier so ein Logo. Oder ist das die Klinggeometrie? Hohlschliff oder sein Zeichen? Schöne Achsschraube. Klasse Handlage. Ja, das sieht auch stark aus hier, dieses Wedge. Hochglanzpoliert noch. Irre. Leichte Aussparung hier und hier noch eine Einfräsung, um den Liner Lock zu entriegeln und die laufen halt, ne? Perfekt, ne? Hier mal ein bisschen Chipping. Funktionstüchtig, also kein Deko-Chipping, sondern greift wirklich. Klasse Handlage. Hammer Custom-Qualität. Irre. Schön. Auch hier die Torx-Schrauben. Gefällt mir richtig gut, wenn sie trotz kleinen Schrauben großen Torx haben, nur einen minimalen Rand schön ausgenutzt. Clip, denke ich mal, lässt sich gut einfädeln. Und er ist stramm, aber nicht zu stark, dass man es nicht reinkriegen würde. Von innen verschraubt, hat hier keine Schrauben. Super. Legen wir mal die Taschen zur Seite. Schauen wir uns mal das nächste Modell an. Wow. Hier in so einem Griff mit Carbon und Violett drin. Und nur hier vorne die anderen Backen. Thaimaskus. Der Clip ebenfalls. Irre. Und hier mit einer Damastklinge. Wahnsinn, Spiegel so, ich kann sie kaum einfangen mit der Kamera. Irre. Jetzt ein glatter Backspacer, nicht verziert, hinten versenkt oder halt versteckt noch Lanyard Hole. Schwarze Schrauben hier drin in dem Fettcarbon. Japanisch angehaucht. Irre. Fällt von alleine zu und auch hier wieder bis zum Schluss die Klinge hier drin, aber wirklich auf den Millimeter. Und auch hier die Klinge genau, wenn sie zu ist, in Flucht mit den Platinen und den Griffschalen.
Wahnsinn. So, das sind Sammlerstücke. Schauen wir mal hier in die Tasche mit der gelben Naht rein. Also hier schönes Subjekt. Oh wow. Auch stark. Hier Clip und Backen in diesem anderen Design. Hier haben wir so Gold im Carbon drin. Fantastisch. Tolle Klingenachsschraube im so Bronze-Stil. Geschlossener, nicht verzierter Backspacer bis vor. Und auch hier wieder ein dezenter Flipper-Tab. Und hier haben wir nochmal hier diese japanische Klinge. Aber diesmal nicht Damas, sondern normal M93. Klasse Handlage, der Clip ist so schön flach, der verschwindet gerade in der Hand. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. In maximal ausgefräste Platinen. Sind sehr leicht, obwohl es so große Messer sind. Oh. Also der Olexi liefert hier echt ab. Dieses Fettwood sieht stark aus, dieses Schwarz und Gold. Bronzeton. Auch die Schrauben. Auch hier wieder kleine Aussparung, macht das Entriegeln leichter. Und auch hier wieder Fallen ins Heft. Noch das vierte Modell, gibt momentan nur 4. Alles komplette Handarbeit. Für die Produktion von 4 Messern braucht er einen ganzen Monat, da in jedem dieser Messer eine Woche Arbeitszeit steckt. Hier auch nochmal wunderschön mit diesen Mokume. Maskus, Backen, Clip, Fatwood, Carbon hier mit Violett drin, nochmal so ähnlich wie hier. Das sind nochmal die, sag ich mal, vom Design her, die vom Griffdesign her selbe Material, nur mit unterschiedlicher Klinge. Beide hier mit Damast. Eine Woche Arbeit. Oh ja, das hat noch ein wenig strenger Detent. Aber wenn man ordentlich auf den Flipper-Tab bisschen Druck auswirkt, dann kommt sie rausgeschossen. Und auch hier hochglanzpolierte Damaskusklinge. Die Titanliner greifen noch ganz knapp. Ich denke, die werden sie auch noch ein bisschen einspielen müssen. Die Messer sind natürlich brandneu. Wow. Hier mit ganz dunkelvioletten Klingenachsschraube und auch immer farblich passend die Schrauben, dass sie kaum auffallen. Irre schön, irre schön. Ja, hier muss man ordentlich auf den Flipper-Tab drücken und dann kommt sie gut raus. Was für Teile. Zweimal japanisch. Und zweimal die normale Ausführung. Das sind mal tolle Custom-Folder. Nur lieber schon. Ich glaube, eins ist schon weg. Klar, ich denke, da sind natürlich die Messersammler scharf drauf. Neuer Custom Superstern hier am Markt, der Custom Folder. Da geht natürlich, verschwinden die wahrscheinlich schnell in den Messertaschen der Sammler. Das sieht richtig cool aus. Hier so Flintstone designmäßig. Schöner Bronze-Goldton. Hier mit einem dunkelviolett-Touch mit drin. Natürlich die schön hochglanzpolierten Damastklingen. Das ist aber auch schön. Mit dem, was ist es von Blau? Marineblau. Carbon. Wow. Ja, Olexi Nesterenko. Den Namen sollte man sich mal auf dem Schirm lassen. Ich denke, da kommen mit Sicherheit noch das ein oder andere Super Custom. Okay. Sage ich hier schon mal danke fürs Reinzubewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ne? Und an die Sammler, lasst euch mal
die Teile nicht entgehen. Ne? Okay, ciao, mach's gut, bye bye.